Hi Leute, ja, herzlich willkommen zum ersten Reisevlog. Es geht nach Italien. Wir fahren nach Cavallino Tre Porti auf Marina di Venezia und wie angekündigt nehme ich euch mit. Ich zeige euch jetzt schon ein bisschen was von der Fahrt. Mal schauen, was wir alles erleben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Wir sind ja schon auf der Autobahn unterwegs und ja, Verkehr ist ein bisschen zähfließend, hatten jetzt schon auch ein paar kleinere Staus, auch eben stand ich in einem Stau. Und wie ich gerade so drüber nachdenke, fällt mir ein, es gibt ein Thema, wollte ich die ganze Zeit schon mal mit euch besprechen und eure Meinung hören, weil das geistert immer wieder so durch die Foren, eine ganz spezielle Frage. Und zwar geht es darum, ihr wisst ja, habt ihr mitbekommen, der Wohnwagen wird hier von einem VW T5 Multivan gezogen. Und die Frage in den Foren ist immer wieder, brauche ich eigentlich an dem VW-Bus Zusatzspiegel oder reichen die normalen Spiegel vom Fahrzeug? Also Leute, ich sage, mir ist das jetzt schon so oft aufgefallen. Wir standen jetzt eben gerade im Stau und ich habe euch jetzt mal auch mal ein Bild gemacht und blende es mal ein. Ihr seht jetzt hier auf dem Bild, im normalen Außenspiegel seht ihr also gerade so die Kante vorne vom Wohnwagen. Und ihr seht jetzt hier im Vergleich mit dem Außenspiegel, seht ihr die hintere Ecke vom Wohnwagen. Also ihr müsst mit den Zusatzspiegeln die hintere Ecke vom Wohnwagen sehen können. Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, ob man die hintere Ecke sehen muss. Also gesetzlich ist es gefordert, aber macht das Ganze auch Sinn? Und Leute, ihr seht es hier auf dem Bild. In dem normalen Spiegel sehe ich zwar so, was auf der linken Spur sich annahert oder was so, sagen wir mal, relativ dicht schon am Wohnwagen ist, aber mit den Zusatzspiegeln sehe ich noch die Spur hinter mir. Ihr seht jetzt auch gerade hier auf dem Bild, dass da ein Fahrzeug hinter mir ist. Würde der jetzt ausscheren und zum Überholen ansetzen, weil nähert der sich auf meiner Spur und schert dann erst hinterm Wohnwagen aus, hätte ich den in den normalen Spiegeln überhaupt nicht gesehen. Also mich interessiert auf jeden Fall jetzt mal eure Meinung. Ich weiß nicht, wird ja wahrscheinlich der ein oder andere dabei sein, der auch ein T5 fährt und damit den Wohnwagen zieht. Also für mich überhaupt gar keine Frage. Zusatzspiegel müssen auf jeden Fall sein. Wie gesagt, schreibt es mal in die Kommentare. Interessiert mich jetzt auch, was ihr da so dazu denkt. So, wir machen jetzt gerade eine Pause. Wir sind noch vor München. Ziemlich viel Verkehr heute. Naja, ist natürlich klar. Ist ja schließlich heute in Bayern und Baden-Württemberg auch Ferienbeginn. Also dementsprechend ist vieles auch los. Aber was klasse ist, jetzt muss ich noch mal rüber, muss ich euch zeigen. Das ist auch wieder sowas, was mich natürlich riesig freut. Ne? Sind hier auf dem Parkplatz ausgeschildert für Pkw und dann haben sie für Busse. Klar, wir sind zwar kein Bus, aber können natürlich auch spannend gut stehen, haben sie extra so Parkstreifen für Busse. Was ist los? Die ganzen Leute parken hier auf den Busstreifen jetzt. Ne? Obwohl, das ist das Geile, warte mal, ich zeig's euch erstmal. Hinter uns steht jetzt noch ein Holländer auch und davor seht ihr ja bis ganz, wo dann auch noch die zwei Wohnwagen stehen. Bis dahin alles schön, die PKWs schön reingestellt, dass du hier mit dem Gespann nirgendwo parken kannst. Weißt du, ist ja so ein leidiges Thema, immer wieder das Gleiche. Die LKWs, logisch, würde ich jetzt mich auch nicht unbedingt auf LKW-Parkplätze hinstellen, wenn da nur noch, was weiß ich, einer oder zwei frei wären, dass die da nicht hin können. Ich denke mal, da sollte man ein bisschen Rücksicht nehmen. Aber auch gerade halt jetzt wie hier, ich drehe mich nochmal rum. Guck mal, Leute, bitte. Hier sind noch etliche Pkw-Parkplätze frei, aber geht natürlich nicht. Man muss ja natürlich ganz dicht direkt am McDonald's parken. Also finde ich unverschämt. Habt ihr euch aber mit Sicherheit auch schon mal drüber geärgert? Also ich könnte auf jeden Fall über diese Rücksichtslosigkeit, ich weiß nicht. Leute, Mann, man kann doch ein Stückchen laufen. Naja gut, hoffentlich geht es jetzt bald weiter und vor allen Dingen staufrei.
immer noch in Österreich und ja, es wird jetzt schon langsam dunkel. Über die Grenze hat ja noch die Sonne geschienen, aber dann hat sich ziemlich bewölkt und es regnet jetzt sogar. Bis zum Ziel haben wir noch 315 Kilometer, aber ja, das wird auf jeden Fall ja, um Mitternacht bis wir ankommen. Ja gut, der einzige Vorteil ist, dass die Autobahnen jetzt schön leer sind. Buongiorno, es ist jetzt schon früh am Morgen. Wir sind heute Nacht um ja, 12:15 sind wir angekommen am Marina de Venezia. Da konnten wir natürlich nicht mehr drauf fahren auf dem Platz, weil die machen ja um 22 oder 23 Uhr zu. Dann ist ja Nachtruhe und dann hat man hier halt die Möglichkeit, am Campingplatz vorbei in so einer Seitenstraße zu stehen. Das haben wir jetzt auch gemacht. Ich habe auch heute Nacht dann nicht mehr gefilmt, weil wie schon gesagt, war ja natürlich dunkel gewesen. Außerdem hat es geregnet. Wir sind bei Regen hier angekommen. Ich glaube, warte mal, in ja, Österreich, hatte ich ja glaube ich gesagt, hat es angefangen und im Prinzip hat es durchgeregnet, bis wir hier angekommen sind. Aber jetzt, das sieht klasse aus, da im Hintergrund, oder? Also ich glaube, das wird heute ein super Tag, soll es eigentlich auch werden. Wir sehen jetzt nur zu, dass wir vorkommen zum Eingang und dass wir dann nicht so lange warten müssen und dann auch gleich auf den Platz kommen. Wir waren in der Zwischenzeit jetzt schon richtig fleißig gewesen. Wir haben unseren Stellplatz schon bezogen. Es war vorhin echt klasse gewesen. Standen ja um 7 Uhr vorm Tor. Und als die um 7 Uhr aufgemacht haben, sind wir wirklich mit dem ersten Schwung reingekommen und haben auch einen super Stellplatz gefunden. Wir haben jetzt schon alles soweit hergerichtet. Markise ist draußen, Stühle, Tisch, Zelte stehen. Also alles für die Jugendherberge, die wir dabei haben, ist auch gerichtet. Also absolut top. Haben jetzt gerade eben ganz gemütlich gefrühstückt. Und eine kleine Korrektur noch, weil ich vorhin gesagt habe, ich weiß nicht genau, wann die hier zumachen, 22 oder 23 Uhr. Es ist tatsächlich so, der Campingplatz schließt, also die Schranke geht runter, um 23.30 Uhr. Also solltet ihr noch anreisen und auch ein bisschen spät dran sein, bis 23.30 Uhr kommt er noch auf den Platz. Danach ist erst einmal Schicht und euch geht es dann genauso wie uns, dass ihr dann erstmal draußen warten müsst. Aber gut, man schläft ja dann eh nur noch, also insofern kein Problem. Gut, das war jetzt mein erster Reisevlog. Bevor ich es vergesse übrigens, wir sind jetzt die nächsten 14 Tage hier. Wir stehen auf dem Platz, ich kann das Schild sehen, ich lese es ab, 5851, also auf dem Platz 5851. Wenn er vielleicht auch die nächsten Tage hier noch anreist auf dem Marina di Venezia, würde ich mich natürlich freuen, wenn er mal vorbeikommt. Sagt doch Hallo, das wäre echt super. Und ja, im nächsten Vlog gibt es dann noch ein paar Informationen zum Platz. Was hat sich geändert? Wie ist das jetzt unter dieser Corona-Lage hier? Also ich weiß noch gar nichts, weil außer hier auf dem Platz habe ich noch nichts gesehen. Aber das kommt dann sicher im nächsten Teil. Alles klar, bis dahin, bleibt gesund, habe die Ehre. Ciao.